Erzählt mir eure größten Probleme. Lasst mich euer Therapeut sein. Spaß beiseite, ich möchte euch nicht therapieren. Ich würde jedoch gern über eure größten Probleme beim Traden sprechen. Und damit herzlich willkommen zu der Ankündigung meines 1000 Abo-Specials. Vorab aber noch ein Punkt, den ich gerne anbringen möchte. Ich habe in den letzten Wochen leider durch diverse private Verpflichtungen nur einen Bruchteil der Zeit, die ich normal in das Videomachen investiere, freischaufeln können. Jetzt geht's dann noch ab in den Urlaub. Danach möchte ich aber wieder schauen, dass ich 2 Videos im Monat erstelle. Aber jetzt zu dem 1000 Abo-Special. Zuerst einmal möchte ich Danke sagen. Danke vielmals für euren Support und eure positiven Kommentare. Eins der wichtigsten Dinge für mich war von Anfang an, eine positive Community aufzubauen. Und das ist mir perfekt aufgegangen. Die Hate-Kommentare kann man an einer Hand abzählen und ansonsten nur positive Kommentare und ein respektvoller Umgangston. Danke dafür. Ich mache dieses Video aber nicht nur, weil ich euch Danke sagen möchte. Ich möchte mich wieder mal aus der Komfortzone bewegen und den nächsten Schritt auf YouTube wagen. Als 1000 Abo-Special möchte ich gerne meinen ersten Livestream starten. Der Livestream wird eine Stunde gehen und ich möchte mich mit euch über 2 bis 3 verschiedene Themen unterhalten. Und dazu brauche ich jetzt schon eure Hilfe. Wie im Titel auch zu lesen, möchte ich eure größten Probleme beim Traden kennenlernen. Bei welchen Themen seht ihr euer größtes Verbesserungspotenzial? Zu welchen Themen habt ihr Fragen? Ihr seid gefragt. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wo eure größten Probleme beim Traden liegen. Die 2 bis 3 Themengebiete, die am meisten genannt werden, die werden dann im Livestream besprochen. Sollten nicht großartig viele Kommentare reinflattern, was ich nicht hoffe, dann werde ich mir selbst was überlegen. Neben den Themen für den Livestream ist natürlich auch der Termin verdammt wichtig. Das erste Kommentar bei dem Video wird ein Link zu einer Umfrage sein. Klickt dann einfach bitte auf den Link und wählt euren bevorzugten Termin aus. Natürlich ist auch eine Mehrfachauswahl möglich. Der Termin, der nach meinem Urlaub am 5.7. am meisten Stimmen hat, wird es werden. Diesen Termin werde ich zum einen hier in den Kommentaren und zum anderen im Community-Tab bekannt geben. Falls ihr den noch nicht kennt, einfach auf meinen Kanal gehen, dann auf den Tab Community und dann könnt ihr dort die Ankündigung sehen. Vielleicht schreibt ihr euch für den 5.7. eine Erinnerung und schaut nochmal bei diesem Video vorbei, um den Termin zu erfahren. Mich würde es freuen, wenn wir 10 bis 15 Leute zusammenbekommen und uns über diverse Themen unterhalten können. Und wenn ich dann schon langsam in das Livestream reinkomme, dann habe ich zukünftig vor, in Livestreams diverse Werte zu analysieren. Also das ist hoffentlich der Startschuss in das nächste große Kapitel. Die Zeit bis zum nächsten Video könntest du ja damit überbrücken, dich zu folgenden 2 wichtigen Themen weiterzubilden. Beim linken Video spreche ich darüber, wie du ein professionelles Risikomanagement an den Tag legen kannst. Beim rechten Video spreche ich über ein komplett unterschätztes Thema. Ein Thema, wo ziemlich sicher die meisten von euch Probleme haben werden. Die Börsenpsychologie. In diesem Sinne, bis bald zum Livestream.